Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Stellar Blade. Let's go. Oh, ich sehe schon hier, ist gleich wieder jemand am Start. Oh. Den habe ich nicht kommen sehen. Mal wieder, weil ich den nicht mag. Die packen einen immer, wenn sie sterben, irgendwie auch noch. Kann man irgendwie kaum was gegen machen, glaube ich, in dem Moment. Bin ich denn hier gerade eigentlich? Ach, da oben. Aha. Oh. Hä? Was bedeutet das jetzt genau? Jetzt muss doch wieder irgendein Eiscamp. Was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung. Nochmal. Hallo. Oh. Jetzt bin ich schon wieder raus. Aber... Oh no. Ja, ich weiß irgendwie jetzt eh nicht, was ich hier machen soll. To be honest. Kann man die öffnen? Ja. Adam, sag doch was. Was soll ich tun?
Locked. Cooling. Irgendwas mit Hitze vielleicht. Aber was? Nee, ich glaube, also da finde ich jetzt so einfach nichts. Ich vermute mal, das hat aber eher was mit in der Umgebung vielleicht zu tun. Also vielleicht ist eher da hinten noch was. Irgendwas ist schiefgelaufen. Was soll ich jetzt tun? Scheiße, ich halte nicht mehr lange durch. Ich bin erledigt. Moment. Oh. Nein, stopp doch. Sag mir, ich häng fest wieder hier. Da kann ich hoch. Nein! Oh. Okay. Ein Altar wieder. Kapitel der Prüfung 2. Mother gehört das Netzwerk. Sie ist allgegenwärtig. Sie hört unsere Stimmen. Sie bewahrt uns nicht vor diesem Leid. Das sind die Prüfungen, die sie uns auferlegt. Wahrscheinlich gar nicht rein. Da bin ich ja hergekommen, glaube ich, da unten. War ich da hinten schon bei dem? Nein, offensichtlich nicht. Testament von Naomi. Emil, wie fühlt es sich an, zwischen den Sternen am Nachthimmel zu sehen? Was? Zwischen den Sternen am Nachthimmel zu zu stehen. Ich will zur Kolonie mit dir, Emil. 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 Da ist noch Gold.
Diese blöde Kiste da oben. Nee, irgendwie nicht. Das ist dann nur von der anderen Seite. Da geht's aber auch nicht durch. Ja. Ich dachte gerade schon, da bewegt sich doch bestimmt irgendwas dann unter der Erde. Ich muss mal eben wieder was umstellen. Ich hatte das, glaube ich, ich hatte das ja deaktiviert und dann bisher. Nee, das ist so besser, ja. Körperkern, Stufe 2. Oh, ist ja auch noch einiges los. Sieht interessant aus. Vielleicht ist das, vielleicht, ah nee, okay, hier haben wir, ja, seht ihr, hier ist wieder so eine Kiste mit Ice Camp und hier ist das Rätsel ja offensichtlich, hier ist es ja direkt daneben, aber was ist mit der anderen Kiste? Das verstehe ich nicht. Also hier, es ist verständlich, dass wir hier etwas machen müssen, Moment, jetzt bewegt die sich nicht mehr, hängt fest, so jetzt. Es sind halt auch nur drei von diesen Kisten und mehrere Felder, also da müssen wir mal schauen. Das ist bestimmt auch nicht so einfach, wie man sich vielleicht erstmal denkt.
Da steht 12, 2, 3. Okay, dann ist das schon mal falsch. Und hier ist 3. Ist da hinten eine 12? Ja, da hinten. Dann fahre ich erstmal mit der da hin. Das ist ja schon. Also, wenn das jetzt das Rätsel ist, dann ist es ja auch ziemlich einfach. Okay, seltsam. Schatz und Karl. 12, 3, 2. Wow, dann habe ich ja rein zufälligerweise die ersten beiden direkt richtig hingestellt. Ja, das ist natürlich praktisch. So. Jetzt sind wir da noch. Da ist noch. Muss noch Gold sein, aber auf der anderen Seite. Hört sie auch irgendwie wieder nach Lager an oder so? Oder höre ich doch Musik? Komisch, woher kommt die mit der Gesang? Ah, ist dieser Kuppel da vielleicht? Das ist aber Enyas Musik, oder? Die man da hört, Enyas Gesang. Okay. Ob hier wohl... Warte mal da. Hier ist auf jeden Fall eine Telefonzelle, sehe ich schon mal. Ah, da ist auch noch. Ist das die Kiste, die schon offen ist? Nee, ich glaube nicht. Dann gehe ich da erstmal durch, vielleicht. Wenn das geht. Geht natürlich nicht. Dann aktiviere ich erstmal die Telefonzelle, das ist wichtig. Sieht cool aus, die Kuppel da, falls da irgendwie noch ein Eingang ist oder so irgendwohin, nach unterirdisch. Aber hier muss auf jeden Fall auch noch was sein, weil diese blauen Dinger von der Einheit ist. Ja, wie komme ich denn da rüber? Hier vielleicht? Moment, ich versuch's nochmal. Ist wahrscheinlich nicht gewollt hier, aber. Oh. Moment, wo ist die beste Stelle? Nee, das will nicht. It's blocked. Die Musik wird immer lauter, da muss ja echt was sein. Man kann halt auch nie genau wissen. Oh, Moment. Aber eigentlich hört sich schon, als ob die Musik eher aus dieser Richtung kommt. Oh, da hinten ist ein Lager. Okay. Ach ja, in welche Richtung gehe ich als erstes?
Da sieht man irgendwie auch einen Mensch durch die Wand. Ich gehe trotzdem erstmal zum Lager und das aktivieren. Dann kann ich auch gleich meine Munition auffüllen. Ach ne, die ist schon voll. Die auch. Na gut, ja, dann erstmal hier lang. Vielleicht kommt die Musik auch da aus dem Laserraum da hinten. Ich mach mal erstmal die Tür auf, damit wir da durchkommen. Zur Not wieder. Oh nein, jetzt habe ich zu spät gesehen, dass das eine explosive Kiste war. Mal umgucken erstmal. Da sind noch Gegner auf jeden Fall. Und was sind das hier? Ach, auch explosive Sachen. So eine Rätselkiste. Und da hinten ist auf jeden Fall eine Box zum Verschieben. Aber wo muss die hin? Ist hier noch was, wo die... Nee. Oh. Und dann scheine ich aber hier schon mal an der richtigen Stelle zu sein, weil die sind ja jetzt gespawnt, weil ich mit der Kiste auf diese Fläche gegangen bin. Okay. Okay. Weiter. Ich glaube, das spawnt gleich wieder irgendwas. Ah, Tipp. Blockiere den Laser mit Objekten in der Nähe. Ah, ich verstehe. Ja, dann. Ich sag's doch. Das spawnt jetzt einfach, bis ich da bin, erstmal die Gegner konstant. Das wird es noch nicht gewesen sein. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass der Gesang nicht von dieser Kiste oder so kommt. Es kommt dann doch wahrscheinlich eher aus der Kuppel da hinten. Okay. Dose. Gebirgsglanz Everest. Cooler Name. Ja, da liegt noch Gold. Haben wir dann da hinten noch was übersehen? Ich glaube nicht. Dann gehe ich aber wieder zurück zum Lager, damit ich auch meine Health-Tränke wieder auffüllen kann. Ja, also, ja, ich sag's ja immer wieder, es wäre schon schön, wenn die das noch erweitern würden, dass man mehr Munition mitnehmen kann oder so. Okay, nur ein Skillpunkt, das brauche ich jetzt nicht. So, noch eine Tür, geht die von der Seite auf? Nein,
von der anderen also. Vielleicht, ach, da war ich ja noch nicht drüben, genau, da kann ich noch rüberspringen. Hier ist auch wieder, oder? Ist das, ah, okay, so eine scannbare Kiste, Hacking-Kiste, okay. Jetzt wird die Musik aber auch lauter irgendwie, vielleicht, also der Gesang, vielleicht ist es dann doch irgendwo hier. So viele Rätsel in der Gegend. Hat sie gerade das Schwert gekickt? Das wäre ein cooler Move gewesen. Da muss ich auf jeden Fall hoch, das sehe ich schon mal. Das heißt, die Challenge ist wahrscheinlich einfach diesen Weg da zu machen mit der Kiste. Das ist ein bisschen eng, da durchzukommen. Oder? Oder mache ich jetzt irgendwas falsch? Ich denke, es ist schon so gedacht. Ein bisschen am Rumstottern. Oh, die hören scheinbar nichts, diese Viecher auf jeden Fall. Gut, haben wir auch keine Ohren. Ist auch irgendwie vibriert der Controller hier. Ah, weil die immer unter der Erde sind, dann ist das immer so, hier was unter der Erde lauert. Noch drei gleich auf einmal hier. Beschluss von Sentinel-39, ich werde sie abhängen. Mach dir keine Sorgen, ich bin schneller als sie. Wir werden es beide schaffen. Verlass dich auf mich. Ah, kann ich die jetzt schon öffnen? Ah, okay, gut. Atomsaft? Okay.
Ich denke mal, diese ganzen Dosen gibt es vielleicht sogar in Realität, oder? Ich weiß es nicht, obwohl, nee. Ich glaube, ich habe da was gelesen, dass die irgendwie wollten, also die wollten irgendwie eine Kooperation eingehen mit echten Marken, aber haben sie dann am Ende irgendwie doch nicht gemacht, weiß jetzt nicht genau. Oder ging es dann nur um Pepsi? Ich bin mir nicht sicher, ob die Marken echt sind oder nicht. Aber ich dachte, mir wäre so, als hätte ich schon Dosennamen gelesen, die ich irgendwie, die mir bekannt vorkamen. Was ist das hier? Ach, das war die Telefonzelle oder was? Die wir freigeschaltet. Ich glaube schon, ja. Ja. Okay, ich glaube, wir können uns einig sein, dass es von hier unten kommt, der Gesang. Oh, Moment, ich wollte den gerne von hinten überraschen. Kann ich den hier auch von hinten überraschen? Bei manchen geht das ja nicht. Doch. Oh nee, der hat mich schon gesehen. Ups, das wollte ich gar nicht, aber passt. Ah, okay, da ist keiner von denen lebendig. Die Gegend hier finde ich auf jeden Fall irgendwie ganz interessant. So auf der offenen Fläche in der Wüste, das finde ich ein bisschen, I don't know, so. Da sind halt hauptsächlich Gegner unter der Erde und die Abstände zu den jeweiligen interessanten Punkten sind dann recht groß, aber hier passiert jetzt echt viel auf einem Fleck. Viel zu tun, viele Rätsel. That's what I like. Okay, hier kann ich bestimmt runter, aber ich schau einfach mal kurz. Oh, das sind gleich drei von den Dingern. Eieiei, hier ist ja wirklich viel. Okay, ich gehe erstmal alles hier. Okay, das sind die Gegner. Ach, die sind respawned von vorhin. Oh. Oh oh oh. Action. So, wo ich noch nicht gewesen bin, ist auf jeden Fall hier. Flehen von Sentinel 477. Warte auf mich, bitte. Ich flehe dich an. Ich möchte doch nur nach Hause. Nach Hause zu meiner Frau und meinen Kindern. Bitte, bitte. Hier ist wieder eins von diesen Laserdingern. Okay, Moment. Erstmal scannen, ob hier noch was in der Nähe ist. Bevor ich mich in Acht nehmen muss. Und dann wähle ich mal das aus. Oh, not good. Es hat mich getroffen, obwohl ich hier hinten bin. Nein. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Ich laufe dann vielleicht mal hier rüber. Erstmal.
smooth. Okay, jetzt. Aber. Jetzt warten. Okay, einer noch. Vielleicht wähle ich dafür lieber die Patronen aus, die sind nicht so wertvoll. Okay. Kann ich da vielleicht durch? Nee. Sieht closed aus. Aber hier ist irgendwas. Aber das ist bestimmt dieses Rätsel. Es geht bestimmt noch nicht auf. Genau, okay. 4, 6, 7. Oder hat das, leuchtet das in irgendeiner Reihenfolge? 4, 6, 7. Suche nach bewegbaren Gegenständen und platziere sie an der richtigen Stelle. Stelle sicher, dass ihr Gewicht ausreicht. 4, 6, 7. Jetzt muss ich auf Gewicht achten. 4, 6, 7. Aber die kann man ja nicht bewegen, diese Dinger. Bewegbare Gegenstände. Ah, das kann man bewegen. Huch. Dreh dich doch mal bitte. Ach so. Man kann auch anders drehen. R2 und L. So. Ich weiß ja nicht, das sieht mir eigentlich nicht nach der richtigen Position aus dafür. Ich probiere es einfach mal. Aha, 4. Was passiert, wenn ich es aufs andere schiebe? 3, okay, gut, ja, dann ist das ja schon mal hier. 4. Die Zahl stand da, okay, 4. Muss noch irgendwo so ein Ding sein? Die sind da drin, alles klar. Kommen da welche Viecher raus? Nein. Ah, da leuchtet auch eine 6. Das heißt, auf einem dieser Dinger muss wahrscheinlich die 6 funktionieren. Das ist es nicht. Na, ah ja, okay, da brauchen wir auf jeden Fall auch einen, denke ich mal. 3. Steht da 3? Ist da hinten ist auch noch eins, ne? Okay, das heißt, hier muss eins stehen. Und die letzte Zahl war eine 7, glaube ich, oder? Ja, okay, 4, 6 und 7. Okay, dann muss ich mit dem letzten ein Stückchen weiterfahren. It's like shopping. Oder Airport, so. Im Gepäck. Aber vom Gewicht her kann es eher Ikea sein. So, wenn du ein Regal kaufst oder ein Bett oder so, dann lässt sich der Wagen nicht mehr richtig schieben. So. Oh Gott, komme ich da außen rum oder soll ich lieber den Weg nehmen? Hä? Da stand ja jetzt eins. Okay, dann wird es wahrscheinlich nochmal anders sein, das Rätsel. Nicht ganz so einfach, oder? Hier werde ich wahrscheinlich zwei Wegen brauchen oder so. Das ist eins. Haben wir hier 2. Okay, dann mache ich das so. Ach nee, Moment, das war ja 7. Okay, Moment, dann muss ich mal schauen. 7 war noch übrig. Oder? Nee, hier steht aber 4. Warum das denn? 8. Vielleicht ist es dann anders. Vielleicht muss ich die Nummern so eingeben wie. Das ist aber seltsam. 4. Moment mal. 5. Steht da aber 6. Na, I'm confused. Wieso steht da... Ah, ich habe mich verlesen, glaube ich, vorhin. Ich dachte, es wäre eine 2, aber es war eine 5 von der anderen Seite, weil... Okay, Moment. Dann muss ich den nochmal verschieben. Was hat... Das ist eine 3 und da muss aber eine 4, genau. Da war irgendwo eine 1 noch.
habe das wieder hier hinten. Yes. Ah, cool, es leuchtet dann sogar grün, wenn es richtig ist. Okay, dann ist es ja hier schon mal offensichtlich falsch. Was muss denn hier stehen? Eine 6, okay. Hatten wir hier eine 6? Ich dachte, ja, ich bin einfach nur von der Zahl da hinten an der Wand ausgegangen, habe gar nicht mitgemerkt, dass hier an diesen Automaten auch Zahlen stehen. Ah, okay, well, dann vielleicht gibt es noch mehr von diesen Dingen zum Rumschieben. Ah, da ist noch eins drin. Oh, Moment, nicht so nah, vielleicht lieber. Habe ich halt den Fail gemacht und bin mit dem einen weitergefahren, als ich hätte müssen. Weil den hier hätte ich eigentlich dafür nehmen können. Also hier muss eine 6 entstehen. Schon mal richtig. Sind jetzt schon alle richtig? Nee, hier muss eine 4. Nee, eine 7 meine ich. Okay. Moment. Oder was ist das? Soll das ein Fragezeichen sein? 3. Und was war das nochmal? 4. Okay, hier muss auch noch ein Wagen hin. Where could this be? Ah. Sehr gut. Dann hätten wir es doch schon. Oh Gott, der lässt da ja gar nicht hochschieben. Schöne Abwechslung auf jeden Fall, so mal sowas in diesem Spiel. So, jetzt. Now we got it. Und jetzt, Sesam, öffne dich bitte. Zufluchtmilchtee. Das hört sich jetzt wiederum nicht so echt an. Naja. Da lag auf jeden Fall noch was da hinten, deswegen muss der jetzt nochmal hin. Ich glaube, die Kamera, kann man die von oben erledigen? Ich warte mal kurz, bis die ein bisschen näher sind. Ach, die kommen gar nicht näher, okay. Shit, das hat jetzt auch gerade nicht geklappt mit dem Sprung. Oh, da ist ja noch einer. So. So viel in der Gegend. Okay, dann gehe ich jetzt aber doch mal hier runter einfach. Ich glaube, da ist dann eh nur, da müssen wir dann eh wieder hoch auch. Also ich glaube, da geht es jetzt nicht lange weiter, deswegen mache ich das einfach mal jetzt. Okay, where to go next? Ich
wahrscheinlich darüber oder eins von denen. Okay, no. Oder? Vielleicht ist das jetzt auch so eine Art Rätsel. Ich muss den richtigen finden oder die richtige Reihenfolge, damit ich runterkomme. Ich könnte mal auch einfach da runterspringen. Ist jetzt nicht besonders hoch, würde ich mal schätzen. Okay. Und das ist das hoch? Das ist schon hoch. Oh, naja. Zu spät. Anyway. Wie laut einfach. Das kann ich gerade noch nicht aufheben. Ich erledige erstmal den hier. Zugangscode. Große Wüste, verschüttete Ruinen. Ich schätze mal, da bin ich gerade. Schon. Das heißt, vielleicht ist die Kiste irgendwo in der Nähe. Ich kann das auch immer noch nicht aufheben. Hier kann ich aber... Oder? Nee. Was kann ich denn hier machen? Bringt der mich irgendwo hin? Ach nee, das wäre dann der Rückweg wahrscheinlich. Seltsam. Ist das jetzt hier unten schon alles? Da ist eine Leiter auf jeden Fall. Aber ist ja irgendwie komisch. Wieso kann ich das nicht aufheben? Oh. Ja, vielleicht war das schon alles. Hier unten. Oder wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hierher. In der Story oder so. Oh. Ach ja, die Springpassagen. Nein. Nein. Das möchte ich jetzt nicht. Okay. Ich glaube, wir können hier wahrscheinlich an jedem nach oben. Och man, girl, for real. I'm kidding me. Oh. Auch das hat nicht geklappt. Come on! Ach, Leute. Oh, jetzt habe ich mir einen guten Weg ausgesucht. Okay, geschafft. Naja, ob es das gewesen ist. So, dann gehe ich mal. Jetzt hab ich halt kaum noch Lebenstränke. Soll ich jetzt lieber ins Lager gehen? Dann sind halt alle Gegner wieder respawned. Ich glaube, ich warte damit noch kurz. Hier ist auf jeden Fall noch was dahinter.
Ah, hier ist vielleicht ein Dosenautomat. Mal schauen. Ob da was rauskommt. Yay. Johnson's Longdrink Ingwer. 30 Dosen für 49. Das ist eigentlich ganz gut dafür, dass ich die nur immer zufällig finde. Ich muss gehen. Ich muss zu Harold. Lass mich gehen, bitte. Ich denke aber auch, dass es halt auch echt von Vorteil ist, dass ich wirklich in jede Ecke versuche, hier irgendwie zu gehen im Spiel. Weil überlegt mal, also hier hätte ich jetzt ja... Wäre ich nicht irgendwie noch durch die Wüste dann irgendwo lang gegangen in irgendeine Richtung, wo eigentlich erstmal dachte, da wäre nichts, dann wäre ich hier gar nicht hingekommen. Hätte ich sehr viel verpasst, muss man sagen. Wie komme ich da hoch? Da ist nämlich was. Wie komme ich zu dieser Leiter? Oder geht es nur nach unten? Vielleicht außenrum nochmal? Sieht mir nach Rätselkiste aus? Ja. Nee, Zugangscode-Kiste, aber den Code haben wir schon. Okay. NNAUUB, sag ich mal. NNAUU. Das sind ja griechische Buchstaben, aber ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Okay, Omnibolzen. Ah. Kann ich noch öffnen? Bitcoin. Och, so, da. Vielleicht komme ich da an. Nee, obwohl es sieht auch gar nicht so aus, als ob da was ist. Shit. Sag mir nicht, dass ich jetzt hier festhänge, bitte. Okay, gut. Hier sehe ich noch ein Lager. Ich glaube, das aktiviere ich jetzt auch mal, beziehungsweise fülle mal mein Leben auf. Ah, da ist noch eine Tür. Die war vorne verschlossen, glaube ich. Von der anderen Seite, genau. Eine Abkürzung. Oh, da ist ja auch noch ein Lager und es sieht auch schon sehr groß aus alles. Okay. Dann gehe ich doch erstmal hier noch weiter. Hier ist wahrscheinlich nichts. Oh Gott, Treibsand. For real? Treibsand. Die haben Treibsand eingebaut. Einfach so voll random auf einmal. Okay, naja, wir sind ja wenigstens hier gerade im Lager gewesen, haben gespeichert. Die Tür jetzt aber hier noch auf. Ja, müsste eigentlich, ne? Ja, okay. Da ist auch eine Leiter. Wie komme ich denn da hoch? Kann man auch nicht durchgucken durch die Wand, sonst hätte man da vielleicht was abschießen können, dass die Wand aufbricht oder so. Also da weiß ich nicht, wie ich hochkommen soll. Es ist doch viel zu hoch. Das sieht doch schon mal eigentlich nicht allzu schlecht aus. Hier vielleicht? Nee. Aber andererseits sieht es doch nicht allzu vielversprechend aus. Schade.
Vielleicht komme ich da über die Dächer hin. Hier ist ja so ein Seil. Ach ja. Ah, da war ich ja am Anfang schon mal. Ich erinnere mich. Okay, Moment. Also hier war ich ja sogar schon in der Gegend dann wohl. Ich will ihn nicht von vorne begegnen. Ich glaube immer, der wird mich so oder so entdecken. Jetzt läuft der natürlich auch eh wieder in die andere Richtung. Dann erstmal den vielleicht. Okay, er hat mich nicht gesehen. Doch, jetzt hat er mich gesehen. Ganz schön viel los wieder mal. Da ist auch ein Gegner. Egal, ich versuch's trotzdem mal. Oh, Moment. Ach, mein Gott. Nee, 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 nee. Lass mal anvisieren. Jetzt. Schießen kann sie nicht, wenn sie hängt. Das ist natürlich praktisch. Ich glaube, die haben alle Sprengstoff drin, die Kisten, außer die da hinten. Also, war doch was. Oh nein, da war was drin. Ach, come on, da wollte ich doch nicht hinspringen. Okay, höher geht's ja hier irgendwie gar nicht auch. Okay, oh, ganz vorsichtig bitte. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Darüber. Jetzt muss ich das hier wieder bewegen. Das war so schwer einfach. Alles. Ah, und hier sind wir jetzt nochmal an dieser Stelle. Ich weiß nicht. Das ist richtig doof, ne? Kann man da irgendwie... Nee. Kann ich da die Kiste runterschubsen von da oben? Offensichtlich auch nicht. Ich weiß nicht. Das ist echt riskant. Weil wenn man da nur einmal reinkommt, ist man schon direkt tot. Und dann starte ich halt von unten. Soll ich es trotzdem riskieren? Vor allem steht da auch locked. Also ich glaube, das ist ein Rätsel und... Ich kann da gar nicht so einfach rein.
Und ich glaube, es ist gar nicht gedacht, dass ich da einfach nur reinspringe. Ich muss da irgendwas dagegen schieben oder so. Naja, jetzt habe ich aber auch nicht gesehen, ob da oben was ist. Okay, nach unten bringt auf jeden Fall nichts. Nee, da ist aber auch nichts. Da ist eine Telefonzelle und da ist ein Mensch und da ist nochmal eine riesig lange Leiter und... Wo sind wir? Okay, facing forward there. Wohin führt das Seil? Führt das bis ganz unten? Ja, okay, wenn das bis ganz unten führt, dann komme ich da ja auch gleich wieder hoch. Dann schaue ich erstmal schnell. Aber ich glaube, das war zu, das Tor. Da konnte ich nicht reingehen. Tipp. Die Stromversorgung muss durch die Bedienung der drei Steuergeräte wiederhergestellt werden. Ja, genau, das ist das gemeint. Das geht jetzt nicht auf. Die Bedienung der drei Steuerelemente. Ich glaube, hier war ich ja auch schon. Da ist die Kiste ist ja schon auf. Oh. Nee, da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Ah, wobei, da muss ich. Muss ich da hochklettern? Nee. Oder? Nee, dann. Ich glaube, das Steuerelement ist da oben wahrscheinlich. Gibt es denn hier vielleicht was, wo ich raufklettern kann? Sind alle so hoch, die Leitern? Da ist noch irgendwie ein Mensch, bei dem ich wohl noch nicht gewesen bin. Wenn das jetzt ein LP-Upgrade ist, dann bin ich jetzt voll damit. Das wäre gut. Nee, Beta-Kern.
wieder durch. Das müsste doch auch wieder mit irgendwas zu blocken sein. Aber mit was? Der ist so groß und den von hinten, glaube ich. What is this? Das lässt sich sogar öffnen. Gut. Vielleicht ist es der Weg dann zum ersten Punkt, wo ich nicht hochkam. Aber es ist halt gar nichts. Außer hier so eine kleine Treasure-Ecke. Oh, ich wollte nicht darunter. Nee, da komme ich nicht hoch. Ich glaube, das ist auch schon alles hier. Da lag irgendwie noch ein Mensch, aber das ist, glaube ich, wieder der hinter der verborgenen Gegend, oder? Kiste. Ich glaube, man kann die nicht zerschießen. Blöd. Na dann gehe ich da jetzt mal wieder hoch. Thank you.
Ich speichere einmal. Vielleicht. Ah, ich sehe es. Ich bin nämlich letztes Mal, glaube ich, hier runter. Schätze ich mal. Ah, okay, verstehe. Also diese Leiter ist nur für nach unten zu kommen. Die haben wir ja von unten gesehen, aber nach hier drüben kann ich noch springen. Offensichtlich. Okay. Und jetzt? Besser hier zu springen oder direkt an die Leiter zu springen. Es war klar, es war klar. Was mache ich jetzt? Lade ich jetzt? Kann man laden? Also kann man irgendwie. Nee. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo war der das Seil für nach oben. Das war hier auf der Rückseite. Nee. Ja, wo war das denn? Da war's. Oh Mann, also diese Springpassagen sind halt wirklich das Schwierige hier. Und tschüss. Richtung war es hier. Ich versuche das jetzt einfach, obwohl das ist aber echt auch komisch. Schwitzige Hände jetzt hier schon. Warum einfach, warum? Das ist so scheiße. Versuche mal einen schnelleren Weg wenigstens zu finden zu diesem Punkt, wo ich nach oben klettern kann. Nee, du lass mich in Ruhe. It's frustrating, guys. Thank you.
weiß es echt nicht. Die springt einfach zu weit. Oder soll ich mich fallen lassen einfach? Nee, ich glaube, ich mache es jetzt so. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Puh, ey, ganz langsam, ganz langsam. Ich traue mich gar nicht, mich zu bewegen, weil die einfach da so schwabbelig steht, dass es irgendwie gar nicht safe ist. Ja, ist es dein Ernst? Okay. Ich wollte gerade sagen, ist es einfach dein Ernst? Du hältst dich normalerweise an allen Leitern fest, aber an der jetzt nicht, oder wie? Okay. Ob sich das jetzt gelohnt hat? Die Frage ist, ist hier noch was? Oder war es das jetzt schon? Ich dachte, hier gab es nämlich noch... Ich will ja eigentlich unbedingt zu diesen Generatoren-Dingern, damit ich das Tor aufkriege. Wahrscheinlich kann man aber auch nicht wieder zurückspringen. Das lohnt sich nicht, dann mache ich das lieber safe, bevor ich dann da... Wo als nächstes? Ich muss jetzt nochmal einen Überblick von hier oben verschaffen. Sie müssen nämlich darüber, aber wie kommen wir da hin? Das ist alles zu weit weg. Das heißt, es kann eigentlich nur direkt an dem Haus selbst irgendwo sein. Da ist ja auch ein Zaun, also wenn wir von dem Gebäude darüber springen, könnten wir ja auch keinen Zaun da. Das heißt, es geht wahrscheinlich echt nur auf der anderen Seite. Okay, das heißt, wir sind hier eh falsch wahrscheinlich. Naja, Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Denn wir sind jetzt auch schon wieder bei einer relativ langen Folge angekommen. Beim Ende dieser Folge. Und ja, deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.